Wolf in Nia Bravo war mit dem Mikrofon dabei und hat sich mal mit ihm unterhalten. Das Delta Oscar 2 Golf in Nia Bravo, der Achim, OVV von X-Ray 32 aus Thüringen. Wir hatten eine Fuchsjacht, dort waren 45 Schüler aus drei Schulen beteiligt. Das war eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, auch für die Kinder sehr interessant und gab natürlich auch Erfolge dabei. Bei der ganzen Fuchsjacht wurde der erste Platz erreicht von einer Schule und der Sieger sitzt jetzt hier neben mir. Das ist der Yannick und der Yannick hat sich natürlich das Hobby hier angenommen, ist sehr begeistert und sehr interessiert. Yannick, bitte erzähl mal ein bisschen was, wie du darauf gekommen bist, bei uns mitzumachen, was dich so interessiert bei der ganzen Geschichte und was du da so für Erwartungen hast. Ja, also zur Fuchsjagd bin ich, wie gesagt, von der Schule gekommen aus. Ja, wir hatten dann eine kleine Einführung zur Elektrotechnik auch ein bisschen. Und dass ich gewonnen hätte, das habe ich auch nicht gedacht. Dann hat mich das halt sehr interessiert. Sehr schön finde ich die Mischung aus Elektrotechnik, Völkerverständigung, Völkerhilfe und Sport. Ich habe jetzt schon meine Hörerprüfung gemacht. Leider warte ich noch auf mein Rufzeichen. Und ich finde halt an dem Hobby sehr schön, dass man weltweit kommunizieren kann. Ja, Janik, das hört sich auch gut an. Freut mich, dass ich...